Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von Infrakta und ich bin wieder in Dead or Alive 5, Last Round. Jetzt hatte ich, glaube ich, im letzten Video mich irgendwie verbabbelt und habe gemeint, Alive or Dead. Ich glaube, da habe ich irgendwie unterbewusst an den Desperados-Titel denken müssen. Oder halt einfach, weil im Deutschen einfach alphabetisch der mal vorgegangen wird, als man, also man wird im Deutschen das Live wegen dem A vor dem Dead, dem D von Dead halt sitzen. Egal, ich habe mich auf jeden Fall verlabert, das heißt natürlich Dead or Alive. Jetzt will ich einmal mal ganz kurz noch anmerken, das hätte ich vielleicht mal im ersten Video bringen sollen. Das ist ja der fünfte Teil der Reihe. Und es ist aber der einzige Teil, meines Wissens nach, der für den PC portiert wurde. Alle anderen Teile bisherigen sind reine Konsolenspiele, beziehungsweise Teil 1 war sogar ein Spielhallenspiel, der dann aber auf die Sega, glaube ich, portiert wurde. Also dann auf der Sega veröffentlicht wurde, wenn ich mich richtig entsinne. Ist auch schon ein paar Tage her. 96? 97? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall eine Zeit lang schon her. Mir wäre das jetzt auch gar nicht so bewusst gewesen. Gut, auf der Sega war jetzt auch bei uns damals nicht so groß verbreitet. Eigentlich hatten die Masse sich eigentlich die PlayStation gekauft, also die Leute, die halt Konsolen gespielt haben. Und da hat man dann halt was anderes drauf gespielt. Virtual Fighter war, glaube ich, auch Sega. Tekken wurde, glaube ich, da auf der Sony PlayStation gespielt, oder? Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind die Teile halt danach für die Xbox und die Sony und so, also für die PlayStation dann erschienen. Und ich weiß, ist nur der fünfte Teil in dieser Variante im Last Round dann für den PC auch portiert worden. Finde ich eigentlich schade. Ich finde das ein sehr schönes Spiel, ja. Das ist großartiges Prügelspiel. Ich finde das ganz witzig mit diesen, mit den Optionen. Dass das irgendwie so viel Wert drauf gelegt wird auf die Bewegung vom. Ach stimmt, ich wollte das ja nochmal testen, was denn jetzt eigentlich die andere Einstellung ist. Ich hatte das einfach auf natürlich gelassen. Ich bin ja eigentlich gerade mal ganz fasziniert, was denn bitteschön die andere Einstellung wäre. Müsste ich gleich mal gucken. So, ich habe jetzt mal in den Optionen das umgestellt. Was ist jetzt los? Achso, genau. Von natürlich auf Door, also Dead or Alive. Scheinbar gibt es da irgendwie eine Tradition scheinbar für das Spiel. In der Hinsicht, was die Option angeht. Da kam ja genau das passende Beispiel dann dafür, das zu testen. You're quite the real man. Thank you, but hearing that from you kind of makes me blush. Oh, hey, by the way, you're entering the tournament, right? I'm gonna win it, you know. Oh. Yeah. Milk. I mean, another milk, please? Drink it all up. You'll need your strength, little boy. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt diese Optionsänderung bei der bewirkt. Get ready, fight! Ha! Ha! Ich habe jetzt da keinen großen Unterschied zu vorher gesehen. Obwohl ich jetzt ganz explizit nur auf die Holz vor der Hütten geachtet habe. Ich habe jetzt erst nichts gesehen.
Das ist jetzt ein Unterschied zu vorher. So, jetzt kommen wir ins Turnier. Wunderbar. Ladies and Gentlemen, here we go! The moment you've been waiting for! Get ready for the Dead or Alive 5 Quarter Final! It's so nice to meet you! I challenge you! Get ready! Warum muss ich eigentlich dieses Weich einspielen? Achso, weil der gerade eben die scharfe Tante da im Abenteuer vermöbelt hat. Ja, mir war der Spiel danach abgestürzt nach dem Kampf. Und dann habe ich jetzt noch was anderes gezockt. Deshalb war ich gerade eben nochmal Spielstunde nochmal. Steht ja irgendwann mal bitte auf. So ein Weichei, ich kann den nicht. Ach, das ist ja so ein Lutscher. Ja, dann sind wir verloren. Soll ich die Haare schön machen, gehe. Komm, Junge, geh heim. Das ist furchtbar. Don't get too worked up. I challenge you. Get ready. Fight. Ach ja, dann bleib noch ein bisschen liegen, ruh dich aus, der Boden ist schön weich und Hubschrauber Landeplatz. So ein... Ladies im Abendgleichvertrieb, das kann ich nicht. Weil die echt einen bescheuerten Kampfstil hat, die im Abendkleid. Sieht ja schön aus, aber es ist so beknackt. Wie die... Ich dachte, das wäre so ein Kranich oder was das nochmal sein soll. Das ist doch dieser chinesische Kampfstil da. Also Kung Fu, was das, glaube ich, darstellen soll bei der Abendkleid-Lady. Wegfliegt, ey. Immer 5 Meter rückwärts. Oh Mann, Alter. Alter, jetzt komm mal zu Potte. Alter, der ist so kacke. Endlich, es war aber auch an der Zeit. Ja, I'll defeat anyone. Ja, in deinem Traum, Alter, in deinem Traum. Komm, Junge, geh heim, geh mit Lego spiele. Weil das ist kein Bub, der mit Lego spielt. Der spielt wahrscheinlich mit so kleinen Ken-Puppen, irgendwie Kung Fu. So you lost, huh? Yeah, but it doesn't matter. I'll win next time. Big talk from a little squirt. You know what, though? Why don't you prove it to me? Oh, jetzt muss ich nochmal mit dem Kind. Get ready! Fight! Yeah! Yeah! Den Suff kommt magisch. Er hat einfach eine geile Art zu kämpfen. Dieses beiläufig einfach frische. Deswegen, ich will jetzt Bier trinken oder schau dir ins Maul. Ey, das ist fast
Perfekt haut er den um. Aber was ist für ein Typ, den sie erwartet, der sich mit britischer Flagge überhängt, gell? Get ready! Fight! Geht ja schon wieder gut los. Steh auf! Mein Mann! Der kriegt sich überhaupt nicht mehr ein, wenn der einmal angetroffen ist. Also, geh doch. Excellent work. Looks like your journey of training has paid off. Master! Young Elliot, you have mastered the art of Xing Yi Chuan. You now know the correct way to use your fists. I have therefore decided to teach you a new form, known as Xing Yi Liu He Chuan. Your training is about to become even more rigorous. I hope you are ready. Really? Thank you, Master. Hey, Brad, did you hear that? Eigentlich finde ich es schade, dass das Spiel auch wahrscheinlich nicht mehr auf dem PC zurückkehren wird. Also das wird so scheinbar so ein einmaliger Ausflug bleiben, was ich so vernommen habe. Ich finde es schade. Ich finde, dass ich bin zwar normalerweise nicht so der Fan von den Prügelspielen, aber das Spiel hat so seinen ganz eigenen Charme und Humor. Sonst würde ich ja hier nicht schon das nächste Video von machen. Aha, jetzt kommt die dran. Die Lai Fang, das Wunderkind. Jo, wobei die ist ja auch jetzt, wenn ich das so auf den ersten Blick sehe, sag mal so, ich hatte ja eine Option, das umgestellt von natürliche Brustbewegung auf DUA, ja, Dead or Alive, die macht jetzt auf mich nicht den Eindruck, als ob mir das jetzt so großartig bei dir erkennen könnt, der Unterschied, aber warten wir mal ab. Das ist ein Tiger verhaut. Oh.
this. Don't move yet. Got a question for you, ladies! Us! Ah! Get me out of here! Japanischer Humor. Let's get this party started! Good luck! Get ready! Fight! Blockfalle gelassen. My turn! Oh! Das war krass. Schön weggedreht. Der geht halt aber aus wie ein Pferd. Allein um. Ajo. Und nochmal. Doch, jetzt fällt es mir schon auf. Also jetzt bewegen sich tatsächlich die Brüste irgendwie so ein bisschen nach Wackelpudding. Also das scheint dann die DUA-Einstellung zu sein, Dead or Alive-Einstellung bei den Brüsten. Okay, ich finde es jetzt aber jetzt nicht so übertrieben, dass ich jetzt sagen würde, dafür hätte man jetzt extra eine Einstellung gebraucht. Aber sei es drum, ich finde es trotzdem lustig, dass es das in den Optionen gibt. Okay, der hat scheinbar abgelehnt. Hey, see that? Yeah, I saw. He's done some serious training. We've got some catching up to do. Let's do it. Get ready. Fight! Hit!
So, also man kämpft schon mit 6 Knöpfen. Ja, mit J blockt man und mit U, I, O, K und U, O, K und L rufe ich halt drauf. Ja komm Mädchen, mach mal hin. Hockt der nicht ewig eine Pfütze, gibt ihm Blase, Blaseentzündung, Verkältung. Mädchen sind doch immer so unfassbar empfindlich. Da hauen sie mal 10 Minuten irgendwie auf einen kalten Stein und sind wir wochenlang krank. Ich hab mal 4 Rekruten in einer Ausbildungseinheit. Die waren mal ein bisschen kalt in der Richtung, ein bisschen nass geworden, dann war es ein bisschen kalt. Ruckzuck waren alle 4 erstmal wieder kalt. Weil, das Blaze sie verkriegt. Gut, danach wird er vielleicht ein bisschen, naja, nicht nur finnisch gewesen. Well, I guess we have to go our separate ways now. Catch you later, at Dead or Alive. You got it. I can't wait to see you in the ring. Miau. Catfight. So, wer kommt jetzt? New York. Wir sind wieder in New York. Wunderbar. I could go a couple of rounds. Bring it on. Get ready. Fight. Yeah. Schön, jetzt ist sauber weggeboxt. Oh, where did he disappear to? Eine U-Bahn kloppen. Sau gut. Oh ja, das tarnt dich bestimmt, wenn er sich so schön. Oh.
shouldn't sneak up on people. You want to fight me? Then bring it. Get ready! Ich würde sagen, sie hat gewonnen. Ihr nehmt mich schon, dass ich mit der New Yorker U-Bahn nur bedingt gern fahren wollte. Oh! Ich glaube, das ist nicht ganz ungefährlich. Dafür kriegt man scheinbar ganz nette Mädchen. Sehr schön. Dann setze ich aber hier den Cut. Ja, diesem eindrucksvollen Bild von einer verunglückten New Yorker U-Bahn. Dann sehen wir uns hier wieder. Weil mir macht das Spiel einfach Spaß. Ich kloppe mich hier gern rum. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt mal so ein Klopperspiel ist, das mir irgendwie gut gefällt. Gut, ich habe gewisse Theorien. Ja. Unter anderem der Humor, natürlich. So, also wir sehen uns wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.